Sarah, das ist unser Nachbar, der Romane schreibt. Was kann denn ein Schriftsteller nur bei uns wollen? Recherchieren. Worüber? Ihren Gatten, Mrs. Miles. Ihre Frau ist sehr charmant. Sie ist mir eine große Hilfe. Das kann ich mir denken. Sie war eine verheiratete Frau, die die Liebe noch nicht kannte. Ich habe mich gefragt, wann du das tun würdest. Existiere ich noch für dich, wenn du bei ihm bist? Wie kann irgendjemand eifersüchtig auf Henry sein? Er hat dich und ich nicht. Wir wohnen im selben Haus und gar nichts sonst, das weißt du doch. In einer Zeit des Krieges. Wenn uns eine Bombe trifft, würde meine Eifersucht enden. Und das würde dich glücklich machen. Fanden zwei Menschen eine Leidenschaft, die sie in ihrem Leben vermissen. Sag's mir nochmal. Ich liebe dich. Vom Regisseur von The Crying Game kommt die Geschichte einer Affäre. Es wäre mir lieber, ich wäre tot oder du wärst tot als bei einem anderen. Ich habe nie im Leben jemanden so geliebt wie dich. Die enden musste. Und eines Geheimnisses. Ich bin im Auftrag des Ehemanns gekommen. Sie hat Geheimnisse. Geheimnisse? Das erst der Anfang war. Und sie kennen mich nicht. Wie konnte ich ihm etwas erklären, dessen Sinn ich selbst nicht begriff? Das heißt, Sie haben etwas zu berichten. Ich habe nur zweimal in meinem Leben ein Versprechen abgegeben. Das Versprechen, Henry zu heiraten. Und das, dich nicht wiederzusehen. Ralph Fiennes. Julianne Moore. Stephen Rea in einem Film von Neil Jordan. Denkst du, dass die Liebe endet, wenn du mich nicht siehst? Das Ende einer Affäre.